Die Boso Ladies Open Hechingen auf RTF 1. Präsentiert von den Stadtwerken Hechingen. Natürlich Zollern Energie. Hallo zum Sport mit Tennis und dem zweiten Teil des Rückblicks auf die Boso Ladies Open in Hechingen. Am Sonntag wäre ja das Finale gewesen. Wir zeigen Ihnen nochmal eine Zusammenfassung der Endspiele der beiden vergangenen Jahre. Bevor wir zum Finale zwischen Laura Siegemund und Ekaterine Gorgoze kommen, kurz zum Doppelfinale. Da standen sich das georgisch-kirgisische Duo Schapatawa-Palkina und die slowakisch-russische Formation Skamlova-Monova gegenüber. Die Letztgenannten zogen kampflos ins Finale ein, da das deutsche Duo Anna Zaya-Lena Rülfer im Halbfinale passen musste, da sich Anna Zaya verletzt hatte. Schapatawa-Palkina setzten sich im Semifinale mit 6:4 und 6:2 gegen Michael Honkova aus der Slowakei und Giulia Gatto-Moncone aus Italien durch. Skamlova-Monova jetzt im Bildhintergrund konnten den ersten Satz mit 6:4 für sich entscheiden. Aufschlag Chantal Skamlova. Punkt am Netz durch Polina Monova. Längere Ballwechsel waren eher eine Seltenheit. Schapatawa gewann übrigens 2017 das Doppelfinale an der Seite von Camilla Rossatello. Doch das konnte sie gemeinsam mit Palkina nicht wiederholen. Matchball Skamlova-Monova. Der Ball im Netz. Skamlova-Monova gewinnen das Doppelfinale der Boso Ladies Open 2018 mit 6:4 und 6:3. Rund 1200 Zuschauer allein am Finaltag freuten sich auf das Duell zwischen Ekaterine Gorgoze aus Georgien und der Metzingerin Laura Siegemund. Gorgoze war zu der Zeit Nummer 197 der Weltrangliste und erreichte durch einen 7:6 und 6:1 Erfolg im Halbfinale gegen Anna Zaya das Endspiel. Laura Siegemund stand ja schon 2014 im Finale, unterlag da aber Carina Witthöft. Die war auch dabei, musste aber schon frühzeitig leicht angeschlagen aufgeben. Siegemund, die sich ja nach ihrem Kreuzbandriss 2017 wieder eindrucksvoll zurückgekämpft hatte, behielt im Halbfinale gegen Titelverteidigerin Tamara Korpatsch mit 6:3 und 6:4 die Oberhand. Beide Finalistinnen taten sich bei hochsommerlichen Temperaturen und nach einer anstrengenden Turnierwoche schwer, wobei die Dame aus Georgien etwas sicherer wirkte und weniger Fehler machte als die schwäbische Lokalmatadorin. Siegemund war ja für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Rio dabei, siegte 2017 in Stuttgart und gewann 2016 im Mixed die US Open. Dann die schwere Verletzung, das war stark gespielt. Jawohl, allerdings lag sie da schon recht deutlich zurück. Dann 5:2 und Vorteil Gorgoze, ergo Satzball. Ja, und damit geht der erste Durchgang mit 6:2 an Ekaterine Gorgoze. Siegemund ist ja für ihren Kampfgeist bekannt, allerdings lag sie auch im zweiten Satz schnell mit 0:2 zurück. Auch ihr erster Aufschlag kam zu selten. Es blieb weiterhin ein Finale ohne die spektakulären Ballwechsel. Einer der seltenen Netzangriffe, bravo! Zwar gelang Siegemund das Rebreak, doch das beeindruckte Gorgoze wenig. Thank you.
Der längste Ballwechsel ging zwar an die gebürtige Filderstädterin, doch es blieb dabei Gorgoze solide, mehr nicht, aber einfach konstant her. Sie zog dann auf 5:1 davon und dann auch der erste Matchball, den konnte Siegemund noch abwehren. Zwei weitere auch, vierte Chance zum Sieg. Die Vorhand landet im Netz, damit gewinnt Ekaterine Gorgoze mit 6:2 und 6:1 das Finale der 21. BOSU Ladies Open. Auch im August 2019 gab es also dann bereits zum 22. Mal auf der Anlage des TC Hechingen wieder eine Woche lang Damentennis der Spitzenklasse. Volles Haus und tolles Wetter, nicht nur am Finaltag, am Sonntag bei den BOSU Ladies Open. Und da freuten sich die Zuschauer auf zwei Endspiele. Das Einzel wurde in diesem Jahr vor dem Doppel ausgetragen, da Olga Danilovic beide Finals erreicht hatte. Im Einzel traf die 18-jährige Serbin auf die 5 Jahre ältere Barbara Haas aus Österreich. Die gab auf dem Weg ins Finale nur einen einzigen Satz ab, und zwar beim 4:6, 7:6 und 6:3 Erfolg im Halbfinale gegen die Kroatin Lea Boskovic. In Runde 1 musste Lokalmatadorin Alexandra Vesic gegen die an Nummer 4 gesetzte Haas die Segel streichen. Im Viertelfinale zog Laura Schäder den Kürzeren. Danilovic gab bis dato sogar noch gar keinen Satz ab und kegelte die an 1 gesetzte Tamara Korpac aus Hamburg mit 6:1 und 6:3 im Viertelfinale aus dem Wettbewerb. Im Halbfinale setzte sie sich mit exakt dem gleichen Resultat gegen Marina Melnikova aus Russland durch. Also nach der verletzungsbedingten Absage von Vorjahresfinalistin Laura Siegemund aus Metzingen und dem Aus von Schäder und Korpac stand keine deutsche Spielerin unter den Top 4. Auf dem Papier war Haas Favoritin. In der Weltrangliste wurde die 23-Jährige damals auf Position 161 geführt, Danilovic auf 271. Allerdings war die 18-Jährige aus Belgrad noch im Oktober 2018 unter den Top 100. Zurück zur Gegenwart, da bestimmte Haas das Geschehen und führte mit 2 Breaks mit 3:0, das Duell geprägt von eher vorsichtigem Grundlinientennis. Es ging nun etwas enger zu. Danilovic konnte auf 2:3 verkürzen. Das führt 3:2. 3 Games to 2. Doch danach nahm Haas wieder das Heft in die Hand. Sie agierte einfach konzentrierter und machte weniger Fehler. Der passte ebenfalls ganz genau. Und diese Vorhandpeitsche war für die junge Serbin nicht zu erreichen. Haas erhöhte wenig später auf 4:2. Mit 6:2 entschied sie schließlich den ersten Satz für sich und lag auch im zweiten wieder mit 3:0 vorne. Danilovic fand einfach nicht zu der Form der bisherigen Turnierwoche. Auch ihr erster Aufschlag kam zu selten. Haas wurde dagegen immer sicherer und zeigte eine starke Vorstellung. Beide Spielerinnen tauchten eher selten mal am Netz auf und wenn, tat dies Haas und zwar gut vorbereitet und dann auch hier eiskalt abgeschlossen. Haas erhöhte auf 4:0 und erst dann konnte Danilovic ein Spiel nach Hause bringen. Ein Stand. An den Kräfteverhältnissen änderte sich aber nichts. Haas blieb cool und baute ihren Vorsprung auf 5:1 aus. Der Ball klatscht auf die Linie und wenig später sahen die Zuschauer dann schon den ersten Matchball. Aufschlag Danilovic.
Und dann stand der Sieg fest. Mit 6:2 und 6:1 schlägt Barbara Haas Olga Danilovic und gewinnt völlig verdient die 22. Auflage der BOSO Ladies Open. Damit kam nach dem Sieg von Yvonne Meusburger vor 10 Jahren die Siegerin mal wieder aus Österreich. Danilovic musste sich danach im Doppel gemeinsam mit Garcia Perez ebenfalls geschlagen geben. Mit 4:6, 7:5 und 10:7 sigerten sich Dinu Gjorcheska den Turniersieg im Doppel. Die Turnierdirektorin Gerhard Frommer und Thomas Bürgli sorgten mit den vielen Helferinnen und Helfern des TCH wieder für einen reibungslosen Ablauf. Frommer ist ja der Vater der Ladies Open, Bürgli ja als Clubmanager beim TEC Waldau bestens vernetzt im Damentennis. In diesem Jahr liefen ja bereits die Vorbereitungen, dann kam schließlich die Absage. Wir hoffen auf die nächste Auflage 2021. Das war's vom Sport. Tschüss zusammen. Die BOSO Ladies Open Hechingen auf RTF1. Präsentiert von den Stadtwerken Hechingen. Natürlich Zollernenergie.